Ja, einen wunderschönen Samstag wünsche ich euch. Ich bin mal wieder hier und möchte eure Fragen beantworten. Auf Facebook habe ich ja gesagt, stellt mir wieder eure Fragen. Und es sind über 2400 Fragen eingegangen, die ich natürlich nicht alle beantworten kann. Aber ich werde mir ein paar rauspicken. Und ja, wir befinden uns hier am wunderbaren Strand von der Nordseeküste im Kok. Und ja, ich will nicht lang schnacken. Los geht's. Simon möchte wissen, wo wickst du am liebsten? In Deutschland oder im Ausland? Ich habe bis jetzt eigentlich nur im Ausland gewichst. Ich wollte eigentlich immer mal gerne in den Schwarzwald, weil ich war mal auf dem Brocken und dann sind wir da runtergelaufen und das hatte ich zumindest das Gefühl schon so ein bisschen was von diesem Schwarzwald-Feeling. Da möchte ich aber unbedingt wichsen. Fickst du Pferde? Ich weiß nicht, habe ich das schon mal beantwortet? Fick. Ich Pferde? Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt. Komischerweise, Pferde und ich, die werden nicht mehr die besten Freunde, glaube ich. Ich war mal bei meiner Tante, da war ich noch ganz klein und hat die Tante gesagt, setz dich mal rauf, das Pferd macht nichts. Schon lag ich auf dem Fußboden. Seitdem bin ich nur einmal wieder auf ein Pferd gestiegen. Das war dann ganz okay. Aber Pferde und ich, nee, das muss nicht unbedingt sein. Lisa Marie fragt, was ist dein Hasslied und was ist dein Lieblingslied? Mein Hasslied ist ganz einfach. Das darf ich ja jetzt. Ich muss es summen oder eine andere. Eine Stern, der deinen Namen trägt. Hoch im Himmel, den schenk ich dir heute Nacht. Habt ihr es erkannt? Dann schreibt's in die Kommentare. Und mein Lieblingslied, ich weiß es nicht. Ich habe eigentlich sehr viele Lieder, die ich gut finde. Ihr müsst euch mal Bohemian Rhapsody anhören von Queen, das ist lustig, das ist sehr gut. Laura fragt, ist dein Führerschein direkt beim ersten Versuch gekommen? Nö. also ich bin durch die Theorie einmal gerasselt mit genau 15 Fehlerpunkten. Ja, ich habe es gut abgeschätzt. Und aber die Praxis habe ich sehr gut bestanden, nämlich weil ich meine Prüfung im Wald hatte. Der Fahrlehrer und der Prüfer, die kannten sich und wollten sich ein bisschen unterhalten und dann sind wir in den Wald gefahren und dann musste ich halt im ersten Gang, weil überall Huppel waren, habe ich dann im Wald meine Führerscheinprüfung gemacht und habe bestanden, sonst wäre ich wahrscheinlich komplett durchgefallen.